Hallo liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zurück zu eurem Astrologie-Kanal auf YouTube. Das ist die allgemeine Vorhersage für Februar 2019. Lieber Widder, die Sonne ist in Wassermann. Im Februar 2019 wirst du deine individuellen Vorstellungen und Anforderungen einfacher in die Außenwelt tragen. Es kann sein, dass du dich nicht von anderen führen lassen wirst und stattdessen selbst entscheidest, was gemacht werden muss und was nicht. Du wirst einiges aus eigenem Antrieb tun, auch wenn du dich von manchen Bezugspersonen distanzierst. Alles, was deinen Wünschen entsprechend ist, wie zum Beispiel Hobbys, Kunst, Freizeit, Sport etc., wird im Vordergrund stehen. Zwischen 1. und 3. haben wir Venus in Schütze, Trigon, Uranus in deinem Zeichen. In der Liebe wird es höchstwahrscheinlich Neuigkeiten geben, vielleicht ein Partnerwechsel oder man wird eine Zweitbeziehung führen. Mit diesem Aspekt beginnst du den Monat mit einer erfrischenden Energie, die dich inspiriert und zu neuen kreativen Aktivitäten anregt. Dies betrifft nicht nur deine Beziehungen, sondern auch dein Geld und deinen Besitz. Auch am 3. Februar macht dein Zeichenherrscher Mars einen Quadrat zu Pluto in Steinbock. Das Konfliktpotenzial ist auch am Monatsanfang vorhanden. Bis 10. Februar wirst du oft mit Anreizen aus deinem Umfeld konfrontiert sein, die lästig sind. Möglicherweise wirst du etwas unflexibel sein, denn es gibt etwas, was dir nicht gefällt. Berufstätige können leicht in einen Interessenkonflikt mit einer Chefperson geraten. Am 4. Februar hast du einen Neumond in Wassermann. Bis 18. des Monats gibt es ein Ziel, welches du unbedingt erreichen möchtest. Wenn du etwas geplant hast, dann werden sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du sie erwartest. Sei bereit für Überraschungen und Wendungen. Eine Person, wahrscheinlich eine Freundin, kann in deinem Leben in dieser Zeit erscheinen. Es kann auch passieren, dass du Neuigkeiten von einem Familienmitglied hörst, die dir merkwürdig vorkommen. Am 5. und bis 8. Februar ist Merkur in Wassermann, Sextil Mars in deinem Zeichen. Eine bestimmte Situation wird sich in deinem Alltag blitzschnell ergeben und du wirst in kurzer Zeit viel Leistung erbringen. Eine Vergütung oder Belohnung wäre bei dir in Sicht. Eine schnelle Handlung wäre in dieser Zeit angebracht. Ein Brief, E-Mail, ein Gespräch oder schriftliche Korrespondenz könnte für die Erledigung einer Angelegenheit entscheidend sein. Am 13. und 14. Februar geht Mars in dein Finanzhaus in das Sternzeichen Stier. Bis 31. März 2019 wirst du dich zunehmend bemühen, eine Situation in die richtigen Bahnen zu bringen. Diese wird bei den meisten Wiederaszendenten mit Geld und Besitz zu tun haben. Das heißt, im Bereich der Finanzen könnte eine Instabilität vorkommen, wenn manche Anpassungen nicht gemacht werden. Diese Aussage kommt besonders zur Geltung, wenn man eine Investition, eine Finanzierung getätigt hat. In diesem Sinne wird es keine Sicherheit geben. Dementsprechend sollte man mit Geld vernünftig umgehen. Konflikte ums Geld oder um den Besitz können auch
eintreten. Am 19. hast du einen Vollmond in Jungfrau. Ab diesem Tag richtet sich dein Fokus auf Dinge, die noch nicht vollkommen und vollbracht sind. Die Zeitqualität begünstigt die Sanierung oder Errichtung von Innenräumen. Manche Wiederaszendenten werden sich mit Reparaturen und Störungsbeseitigungen beschäftigen. Deine Ernährung und Gesundheit kann bis Anfang März geschwächt sein. Es kann sein, dass du dich von deiner Arbeit erholen solltest. Ein bisschen Ruhe und Entlastung werden dir helfen, wieder Kräfte zu sammeln. Zwischen 20. und 25. ist Sonne in Fische, in Sextil zu Mars in Stier. Du wirst großzügiger mit deinen Mitmenschen sein als sonst. Körperliche Arbeit ist begünstigt, dennoch sollten kleine Pausen zum festen Bestandteil deines Tagesablaufs sein. Es wird wichtig sein, einen Ausgleich zwischen Pflicht und Autonomie zu finden. Du kannst nicht immer für andere Menschen funktionieren. Wenn du dies nicht erkennst, dann wirst du die Konsequenzen ertragen müssen. Am 26. Februar hast du einen abnehmenden Mond, in diesem Fall in Schütze. Du wirst dir am Monatsende einen Überblick darüber verschaffen, was aus dir geworden ist und was du bis jetzt erreicht hast. Eine meditative Sitzung oder ein langer Schlaf wird dir helfen, den Alltagsstress zu verkraften. Mein lieber Widder, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose für Februar 2019. Wenn es dir dieses Video gut gefallen hat, Daumen hoch, und falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere jetzt unseren Kanal. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, findest du meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung dieses Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.